Security, Information and Event Management, kurz vom SIEM, ist die State-of-the-Art-Technologie des IT-Security-Monitorings, welche in Echtzeit Korrelation und Analyse von Logs verschiedenster Eventquellen ermöglicht. Durch die Datensammlung, Konsolidierung und Normalisierung, die Aggregierung und Korrelation von Log-Events priorisiert das SIEM die Sicherheitslogs und erkennt dadurch die Bedrohungen und Angriffe auf Applikationen und sensitive Daten. Darunter sind beispielsweise Logs von IT-Security-Devices, Netzwerk-Devices wie Router und Flow-Generatoren, Datenbank- und Applikationslogs, Identity-Management-Logs, Data-Loss- bzw. Leakage-Prevention- und Intrusion-Prevention-Logs, Antivirus- und Malware-Protection-Logs sowie Gateway-Logs wie beispielsweise Web- und VPN-Portale. Ein SAP-System mit dessen Business Application Runtime ist eines der wichtigsten Assets in Unternehmen und ist bisher nicht in das zentrale Security Monitoring integriert. Die Ursache liegt darin, dass SAP-Systeme durch deren Komplexität eine Sonderrolle in der Applikationswelt einnehmen. Die Lösung, um die SAP-Welt mit der SIEM-Welt zu verbinden, heißt HLSI. HLSI ist somit eine Brückentechnologie, die SAP-Landschaften und unterschiedliche SAP-Log-Daten in SIEM integriert. HLSI unterstützt dabei ein breites Angebot an SAP-Log-Extraktoren, welche verschiedene SAP-Log-Daten wie beispielsweise Tabellendaten, Systemeinstellungen und security-relevante Ereignislogs aus verschiedenen SAP-Security-Quellen in das SIEM integrieren. HLSI wird für die Überwachung von sicherheitskritischen Aktivitäten und Events verwendet, darunter unter anderem Access Control Checks und das Monitoring von auditrelevanten Informationen, als auch für die Unterstützung des SAP-Betriebs und das Monitoring von dedizierten SAP-Business-Lösungen und Transaktionen. Der Beispiel-Use-Case Account Enumeration in SAP mit VPN-Zugriff wird die Korrelation von SAP-Logs und VPN-Gateway-Logs demonstrieren. Hierzu werden die Logs des an das SIEM angebundenen VPN-Gateways verwendet. Ein VPN-User meldet sich mit einem gültigen Account am Firmen-VPN-Gateway an. Anschließend versucht sich der User an der SAP GUI anzumelden. Er verwendet hierzu unterschiedliche User und testet ein Standardpasswort, um Zugang zu erlangen. Die Anmeldung schlägt aufgrund eines falschen Passworts fehl und es werden mehrere fehlerhafte Logins in SAP registriert. Nun betrachten wir die SIEM-Lösung, welche die Logs aller angebundenen Systeme zentral korreliert. Zuerst sehen wir die erfolgreichen VPN-Logins, welche im SIEM durch das Erzeugen von VPN-Sessions zur Nachverfolgung und Korrelation abgebildet werden. Anschließend sehen wir die SAP-Anmeldeversuche mit unterschiedlichen Usernamen. Es handelt sich hierbei, wie auch an der Priorisierung der Events zu erkennen ist, um fehlerhafte Anmeldungen. Das SIEM-System korreliert die Log-Events beider Systeme und nimmt somit eine weitere qualifizierung- und kontextabhängige Aussage über die Kritikalität der Events vor. Im Beispiel sehen wir mehrere VPN-bezogene Alarme, beispielsweise den Alarm zur Sub-User-Enumeration, aber auch Versuche des Nutzers, sich über eine VPN-Verbindung an einem geschützten SAP-System anzumelden.
Das Security Global Overview Dashboard hilft bei der Anzeige und Visualisierung von SAP-Aktivitäten und hilft durch intelligente Priorisierung der Vorfälle und der Unterscheidung zwischen SAP-Systemen unterschiedlicher SAP-Landschaften. Die integrierte und kombinierte Lösung von HLSI und SIEM unterstützt uns dabei, die Vorgänge in SAP transparent zu machen und mögliche Angriffe auch auf Applikationsebene zu erkennen und abzuwehren.